Ja, noch bevor ihr dann an der Gaststube dann herangefahren seid, könnt ihr schon sehen, wie einer der Ställe dann aufgemacht wird und euch dann drei, vier ja, Burschen hereinwinken, damit dann auch gleich direkt die zwei Karren dann in diesen Stall hineingefahren werden. Kurze Frage, die Kisten auf dem Wagen mit dem Tiere, ja, kann man die anheben oder sind die ex groß und so schwer, dass man die kaum bewegen kann? Also, die sind unglaublich schwer. Die sind mit Holz verkleidet. Du weißt doch, dass es im Inneren dann Metall und Glas gibt. Also, die sind ziemlich schwer. Wir sollten die bewachen. Die Kisten meine ich. Zweifellos. Und auch die Tiere und die Wagen natürlich. Um die Tiere mache ich mir weniger Sorgen, mehr um das Tier, um unsere Lieferung. Gut, dann lassen wir sie eben nicht unbeobachtet. Wo ist das Problem? Wir können uns aufteilen. Das ist wohl wahr. Nun gehen wir erstmal hinein. Wer wird sich anmelden? Goldhand? Und das wäre wohl das Angemessene. Dann ich pass auf die Scheiße auf. Ich denke, als Alchemistin wäre es wohl angebracht, wenn ich auch bei den Wagen bleibe. Nun, dann will ich Goldhand begleiten. Ich auch. Ich gehe mit rein. Und dann Denkt bleibe ihr, ich mit hier. wir fragen drin gleich nach diesem Notgelf oder ist das zu auffällig? Wir sollten uns erstmal nach Mangarees erkundigen. Ja, und anderen Leuten. Ja, ihr könnt dann eure beiden Wagen und die Quadriga in dem Stall abstellen, könnt da wohl auch andere Wagen erkennen, nicht von der Hofloge, aber von einem Bankhaus, was da wohl ebenso untergekommen ist. Und es gibt dann direkt von diesem Stall aus, wo dann eure Pferde dann auch gleich abgespannt werden von den Burschen und den Mägden, die sich dann auch direkt um die Tiere kümmern und dann mit aller Vorsicht, wenn ihr es denn zulasst, sich um die Tiere kümmern. Gibt es dann noch einen weiteren Durchgang mit einem kleinen Windfang, sodass dann der Gestank der Straße und dann eben auch von den Pferden nicht das gute Etablissement dann ja, weiter verunreinigt, könnt ihr dann das Ganze betreten und hier riecht es unglaublich angenehm, als würdet ihr ja, vielleicht im Selander stehen, irgendwo in Gareth, und ja, direkt vor euch dann auch so ein kleines Raucherzimmer für Gentlemen und feine Damen. Und es gibt dann auch eine große Rezeption, wo dann auch mehrere Leute davor und dahinter stehen, weitere Siegel, die euch dann freundlich zunicken und darauf warten, dass ihr herantretet. Dann trete ich heran. Guten Abend, den großen goldenen Gemmenschneider zum Gruße. Eure Götter mit euch. Wie können wir euch helfen? Ihr kommt direkt aus Weißtobrien? Aus dem Norden, ja. Möchtet ihr euch erst einmal ausruhen? Habt ihr Gepäck dabei, was wir euch abnehmen dürfen? Unser Gepäck können wir uns wohl selbst bekümmern. Ich brauche allerdings Unterkunft für mich und meine sechs Kameraden. Selbstverständlich, wir haben eine Suite vorbereitet im ersten Stock. Einfach die Treppe hoch, wenn ihr doch eine Unterschrift leisten mögt. Hervorragend, hervorragend. Ich unterschreibe. Sagt, eine Frage habe ich noch, ihr als Ortskundiger. Ihr könnt mir doch sicherlich sagen, mit wem ich reden muss, um eine Audienz bei Herr Loris Mangrave zu erhalten. Du merkst so ein bisschen, wie Aschfahl wird im Gesicht. Schluckt so ein bisschen. Ich würde ungern direkt am Schlosstor klopfen. Ihr versteht. Nein. Also, habt ihr wollt ihr mit Paralnotgelf sprechen oder direkt mit Mangrave? Beides, geschäftlicherweise. Notgelf müsste sich dort drüben irgendwo im Raucherzimmer aufhalten. Er sitzt, glaube ich, vor dem Kamin und wartet auf euch. Mist. Herr Mangrave sitzt gemeinsam mit seinen Professoren an der Mauerstraße 3. Aber die Zahl ist abgefallen. Ihr erkennt das Ich. Gebäude, das ist das mit den Schloten. Habt ihr zufällig vielleicht einen Stadtplan oder so etwas? Selbstverständlich. Er greift unter seinen Tresen und holt dann eine große Kopie, eine Karte von der Warunkei bzw. von Warunk hervor. Und ihr könnt eine große Anzahl an Straßen und Gassen erkennen, allesamt beschriftet. Wichtige Gebäude, die wohl hervorgehoben sind. Ihr guckt da wohl rein: Mendenergasse, Käsergasse, Brauergasse, Beilunker Straße.
Und er kreist dann mit einem roten Stift, kreist er dann wohl die verschiedenen Gebäude ein. Hier sitzen wir, das ist das, das Gasthaus Kaiserdrache. Und hier oben, direkt an der Mauer, sitzt dann Lodoth Mangrace mit seinem Laboratorium. Darf ich euch etwas anderes noch einkreisen? Blicke zu meinen Mitreisenden. Bei Zeiten vielleicht. Wenn wir Fragen haben, wir wissen, wo wir euch finden. Selbstverständlich. Verbeugt sich vor euch. Und dann habt auch vielen Dank für diese hervorragende Beratung. Ich lasse ihm dann noch eine Münze da. Irgendwas Blinkendes. Ja, er fässt die Münze nicht an. Nickt nur. Aber ja, also er weiß halt, mit wem er gerade wohl verhandelt. Also berührt die Münze nicht. Er schiebt dir einfach nur einen goldenen Schlüssel rüber. Ich nehme den dann auch mit meiner goldenen Hand an, nicht? Nun gut, unterrichten wir erst einmal unsere Kameraden. Die Hofloge garantiert übrigens für den sicheren Transport. Dementsprechend, das Teriak ist hier angekommen und wir bürgen nun dafür. Mit unserem Leben. Gut, aber hervorragend. Könnte ich dies doch schriftlich wissen? Er nickt, holt wohl einen weiteren Standardvertrag hinter einen der Schränke hervor, hat sich jetzt ein bisschen umgedreht, ist ja auch wohl ein großes Zeichen mit der Hofloge drauf, sucht da wohl ein bisschen, holt dann einen Vertrag, unterschreibt dann und hält ihn dir dann ebenso hin, sodass du dann deine eigene Klausel unterschreiben kannst. Danke sehr. Gut, was wird dann ebenso eingestrichen und los geht's. Könnt ihr wieder zurück zu den Stellen und die anderen holen, korrekt? Mhm. Ja. Da könnt ihr einmal wieder abholen. Habt das, wie gesagt, alles schriftlich, dass dann aktuell sich das Teriak im Besitz der Varunker Hofloge vom Drachen befindet. Also der Transport ist dementsprechend abgeschlossen. Und ohne, dass sich da auch noch irgendjemand drum kümmern müsste, könntet ihr dann mit dem goldenen Schlüssel in eure Suite hinein. Ich denke, das tun wir zuerst mal, oder? Ja. Das ist am sinnvollsten. Ja, dann blickt dann auch, sobald die Tür abgeschlossen ist, als hätte er eine Zitrone gebissen. Gut, das haben wir so hinter uns. Was ist unser Plan jetzt? Was nimmt zuerst ersten Angriff? Notgrave sitzt wohl unten, mit dem können wir also jederzeit in Kontakt treten. Und Mangrave, scheinbar innerhalb der Stadt, zeigt mal, wo ist diese Mauergasse? Ah, hier oben. Seht ihr an der unverständlicherweise Mauer? Überraschend. Wir könnten also zu jedem Zeitpunkt dort vorbeischlendern, vielleicht anklopfen und Geschäfte machen. Ihr wisst schon, Dinge herausfinden. Nun, ich denke, es wäre sehr auffällig, wenn wir jetzt nicht mit Paralnoldgrave sprechen würden. Nun ja, ich stimme zu. Uns wird wohl einige Stunden der Erholung zugestanden werden, aber. Und wenn wir es mehr als einen Tag herausziehen, kommen wir in Schwierigkeiten. Was passiert, wenn es eine Art Lösungswort gibt? Ein Lösungssatz? Dann sind wir der Ersatz und kennen es nicht. Es tut uns ganz schrecklich leid und geben ihm einen kleinen Rabatt. Nun, ich hoffe, damit kommen wir durch. Nun, ich habe keine besseren Ideen. Wenn ihr welche habt, raus damit. Leider nicht. Ich kann auch nicht besonders gut in die Gedanken blicken. Das wird uns an dieser Stelle nicht helfen. Können seinen Kopf von seinem Hals trennen. Bitte nicht in der Taverne. Allein schon, weil wir hier noch einige Tage unterkommen müssen. Ich wollte es nur vorschlagen. Verständlich. Es wäre der Atmosphäre wahrscheinlich nicht zuträglich, wenn man das Raucherzimmer mit Blut besudelt. Nun, was wollen wir von Notgave? Reden wir doch darüber. So wie ich es sehe, könnten wir einfach hingehen, den Handel mit ihm abschließen und vielleicht oder vielleicht auch nicht, je nach Modalitäten, das Gold einstreichen. Findet raus, was Notgave will. Findet raus, was er weiß. Ganz einfach. Bevor wir das Teriak nun aufgeben, ich bräuchte noch etwas, um, nun ja, der kleinen Freundin von Sumox zu helfen. Er wollte das Teriak verwenden, um ihr zu helfen? Nun ja, es gibt eine Rezeptur, um Gliedmaßen wieder anwachsen zu lassen und ich hoffe, es hilft bei diesem kleinen Ding. Ihr denkt nicht, dass Notgelf es herausfinden wird, wenn etwas fehlt? Mir kommt da gerade eine Idee. Wir haben ja dich als
Ja, Paktierer des goldenen Täuschers dabei, nicht wahr? Sag doch einfach Goldhand. Ja, genau. Und warum haben wir so einen wie euch dabei? Naja, vielleicht, weil sich an den Vertragsmodalitäten etwas geändert hat. Also sprechen wir über eine neue Vertragsmodalität, sagen, das können wir nur mit Mangrave selbst besprechen und wir werden so Mangrave vorgelassen. Und naja, dann gucken wir mal. Es kann sein, dass dieser Notgelf es selbst mit uns ausverhandeln will, aber du hast natürlich recht. Eine solch kleine Menge sollte den Handel nicht kippen lassen. Na gut, aber mir, dann tut es, aber das nicht mehr seine. Und es wäre tatsächlich auch noch eine Entschuldigung, warum wir länger hier im Hotel verweilen müssten, denn wir müssen ja erst den Handel zum Abschluss bringen. Ja. Seid ihr euch sicher, dass ihr das tun wollt? Das ist doch ein Geschöpf Sumus. Ich bin auch gegen die Verwendung des Terriers. Nun ja, es ist die einzige Möglichkeit, einen Restaurationszwang herzustellen. Die entscheidende Zutat ist nun einmal Terrier. Diese kann nicht substituiert werden. Und mir hat das Terrier ja auch nicht geschadet, also. Per se würde ich euch nicht zustimmen, aber in diesem Fall ist es zwingend notwendig. Was soll das denn jetzt bitte heißen? Nun ja. Vielleicht sollten wir diese Diskussion auf einen anderen Zeitpunkt verschieben. Ihr habt recht. Teile Isarons Bedenken, Sinistras Bedenken in der Tat, aber auch, ich weiß nicht, inwieweit nun wurde ja durchaus Sumu entrissen. Und dann ein Geschöpf Sumus damit. Es sei denn, ihr wollt hier einen schmerzlosen Tod. Das wäre wahrscheinlich besser. Nein. Wie redet ihr denn? Also dann müsstet ihr den Weg gehen. Der böse Mann hat das nicht so gemeint, meine Kleine. Nein. Ich werde wieso sie so noch etwas examinieren müssen, bevor ich ihr diesen Trank einflöße oder herstelle. Theonin, können wir das nicht später besprechen? Was meint er damit? Ich will meine Flügel wieder haben. So Mox. Ja. Die Kleine bleibt hier. Ja, ich lasse sie auf diesem Zimmer, natürlich. Und keine Sorge, kleine Fee, wir kriegen dich schon wieder zusammen. Auf jeden Fall. Es kann nur ein kleines bisschen dauern. Es wird doch nicht wehtun, die Examination mal nicht. Ihr seid nicht hilfreich. Ich schaue mit großen Augen zum Beutax. Was meint er damit? Er meint damit, dass er die Bücher nachlesen muss, weil er ein ganz dummer Mann ist. Bevor er dir helfen kann. Er ist ein böser Mann. Das auch. Ich bin nicht böse. Es ist notwendig. Ihr wollt doch nicht an diesem Trank versterben, nicht wahr? Wir Theonin schweigt. Bitte. Was ist Sterben? Das ist, wenn du keine Süßigkeiten mehr bekommst. Das ist, wenn die Blume verwelkt. Genau, wenn eine Blume verwelkt. Sehr gut, dieser Ruhm. Ist dies wirklich der Zeitpunkt, um einer Fee das Konzept des Todes zu vermitteln? Besonders in dieser Stadt? Nein, wahrscheinlich nicht. Sumax, macht es ihr doch bequem und dann gehen wir unseren Geschäften nach. Die Herrin Glorana will sicherlich neue Handelswege erschließen. Die müssen wir ausdiskutieren. Richtig. Ich würde mal durch das Zimmer gehen, gucken, ob ich irgendwo ein weiches Federkissen finde, auf das ich die Kleine dann betten kann und sie ein bisschen bequem machen. Feinste Seide. So, ich schieb ihr einen Honigbonbon zu. Das ist gut für dich. Das kommt vom netten Mann, nicht von dem bösen Mann. Das darfst du essen. Ich bin nicht böse. Er riecht gut. So wie du. Ja, ihr versteht euch. Ganz für dich alleine. Lass es dir schmecken. Ja, dann setzt sie sich mit dem Honigbonbon hin auf das Seidenkissen. Der Honigbonbon ist halb so groß wie sie. Sie versucht da so ein bisschen mal drüber zu lecken. Könnte sie zurücklassen. Ich würde ihr noch folgendes mit auf den Weg geben. Wichtig ist, da draußen sind noch weitere böse Männer. Deshalb wartest du genau hier auf uns. Und wenn du brav auf uns wartest und nichts anstellst, dann kriegst du noch ein weiteres leckeres Honigbonbon, wenn wir wieder da sind. Okay. Ja, so könnt ihr wieder das Zimmer verlassen und nach unten treten. Auf der linken Seite ein großes,
Sieht so aus wie viele Tische, die aneinandergereiht sind, wo man dann auch mit einer Speisekarte sehr leckere Gegenstände sich bestellen könnt. Ihr könnt auch dann sehen, wie hier wohl ein Meisterkoch in einer offenen Küche dann Dinge zubereitet. Es riecht ein bisschen nach bornländischer Küche, aber sehr lecker. Also auch viel Fisch. Ja, viel Wal, möchtet ihr meinen. Man sollte hier kein Torwaler sein. Das würde der Gesundheit wohl nicht so sehr bekommen. Aber ja, vielleicht mit einem hinterhältigen Grinsen kann Abel mir dann in Richtung des Raucherzimmers gehen, gemeinsam mit euch. Ja, dort könnt ihr erkennen, wie Parel Nordgelf sitzt, ein halber Nivese, ein halber Norbade, so wurde er euch beschrieben und so könnt ihr ihn dann noch erkennen. Wenige Haare, die er noch aus seinem Kopf hat, ehemals wohl rothaarig, mittlerweile weniger. Und er sitzt da wohl vor einem offenen Kamin, werden wohl ein paar Nadelhölzer verbrannt, die dann das ganze Zimmer in so einen angenehmen Nadelholzgeruch tauchen. Und er isst da wohl einen Käse, der sehr nussig riecht, also angenehm. Ist wohl einer der Varunker Käsesorten. Ach, meine Freunde, willkommen in der Stadt Warung. Ihr wurdet mir bereits angekündigt. Ihr habt wohl einige Tage länger gebraucht. Der Gärtner von Jextidit grüßt euch. Tatsächlich wurden wir ein klein wenig aufgehalten. Nichts, womit wir nicht fertig geworden wären. Cooler auf dem Weg. Uns hat ein bisschen die Stirn. Und der einzige Jäger mit euch. Oh. Wird wohl Weißtobrian immer gefährlicher. Nicht nur dies, ihr habt ja meinen Begleiter hier gehört. Wir hatten mit Ghulen zu kämpfen. Wir haben euch solche Probleme bereitet. Zum Zeitpunkt, zu dem wir sie trafen, waren sich Kräfte bereits aufgezehrt. Ich bin froh, dass ihr die Fjarnhänger draußen gelassen habt. Kein Anstand, diese Barbaren. Und schwierig, mit ihnen überhaupt ein Zimmer zu bekommen, das glaubt mir. Uns wird man das zumindest nicht verwehren. Aber setzt euch. Er schiebt dann so mehrere gemütliche Ohrensessel in eure Richtung, beziehungsweise hat sie schon hinstellen lassen. Könnt aber auch erkennen, wie mehrere Untote bewegungslos in den Ecken stehen und einfach darauf warten, dass sie irgendwas zu tun bekommen. Die allerdings auch nicht verräuchert sind, die nicht verwachst sind, sondern die sehr gut erhalten aussehen und auch die Augen freundlicherweise geschlossen haben, sodass ihr dann nicht in ihre toten, glasigen Augen starren müsst. Ihr sagt einmal, mein Guter, welchen Wein könnt ihr hier empfehlen? Ihr könnt quasi alles bestellen. Wir haben auch die guten Tropfen aus dem Horasreich, wenn ihr dann mögt. Ihr seid Horasier? Natürlich. Vielleicht ein 1005er Goldfilter? 1005er? Ja, sollten wir doch einfach mal eine Bestellung aufgeben. Die Untoten mögen zwar vieles, aber eine Bestellung aufnehmen können sie wohl nicht. Der klatscht einmal in die Hände und dann nach kurzer Zeit kommen dann auch Bedienstete, die dann eure Bestellung aufnehmen. Könnt dann tatsächlich auch hier im Herrenzimmer einige wenige Speisen zu euch nehmen. So fein geschnittenes kleines Fleisch. Keine größeren Speisen, aber sowas für den kleinen Hunger. Boah, ich würde etwas von dem Käse probieren, den ihr da habt. Sembelquast, eine gute Wahl. Ja, so könnt ihr kurz warten, bis dann die Bestellung aufgenommen wurde und nach wenigen Augenblicken kommt dann tatsächlich auch die Getränke. Aktuell ist hier nicht so sehr viel los und auch Beutax bekommt dann einen Blauschimmelkäse gereicht. Mit einem eigenen kleinen Käsemesser. Dann mache ich mich über den Käse, ja. Ja, die anderen können sich ansehen, wie da wohl tatsächlich blauer Schimmel auf diesem Käse grassiert. Ihr seid euch nicht ganz sicher, ob das so soll, aber Iserun und Jarlan können zumindest auch im Vorfeld schon davon berichten, dass dieser Blauschimmelkäse hier Tradition hat und auch schon vor den Untoten hier war. Auch schon damals war er schrecklich. Ich würde dann nochmal zu einem Glasschrank gehen, in dem so Zigarren ausgestellt, vermutlich. Selbstverständlich. Und mir dann diesen Glas schon aufmachen und mir eine wunderschöne Zigarre herausnehmen und die entsprechend vorbereiten, also anschnipsen und anzünden halt. Ach, und ich mich dann einem zufriedenen Laut in den Ohren zurückfallen lassen. Ach, so lässt sich leben. Diese Reise, ungeheuer.
Tja, wenn ihr mögt, berichtet gerne. Das Leben hier in Warunk ist doch allzu langweilig. Zumindest gibt es nichts aus dem hohen Norden. Wenig. Außer die einzelnen Patrouillen von euch, die dann den Weg hinüberschaffen. Ach, ihr wisst doch, diese Weißtobria und diese Kälte. Es ist immer das Gleiche. Erst das Gefühl, sie rotten sich zusammen. Sie wissen nicht, wo sie hingehören. Und ihr müsst das ja gerade sagen, Theonin. Nun ja, man muss wissen, man muss sich anpassen. Gibt es etwas Neues aus Festung? Immer dasselbe. Man klagt immer, man würde hungern. Aber unser Korn wollen sie dann auch nicht. Und die Wale erst recht nicht. Sie wissen ja nicht, was gut für sie ist. Sie hätten so sehr viel mehr essen, wenn sie sich denn dem schwarzen Eis beugen würden. Mein guter Vetter aus Valusa hat vor etwa einem halben Jahr eine ganze Schiffsladung allerbestes Korn aus Aranien aufgetrieben. Meinte, er wäre auch nur einen Sack los geworden. Früher oder später kriegen wir sie schon noch dazu, unsere Waren zu akzeptieren. Wartet's nur ab. Und wie laufen hier die Geschäfte? Nun, wir haben wenig zu klagen. Die Alchemisten sind stetig dabei, neues Zeug aus den Bergen abzubauen. Viel wird mittlerweile auch wieder verschifft bzw. weggebracht in Richtung Werheim. Seitdem der schwarze Drache hier nicht mehr grassiert, gibt es nur noch den Forscherdrang der Nekromanten. Nichts, was uns irgendwelche Probleme bereitet. Und das bringt uns doch auf eines der Themen, die wir ansprechen wollten. Man hört, dass der Drache hier nicht mehr wohnt. Ich hoffe, dies bedeutet, dass Alois Mengrave einen winzig kleinen Termin für uns freimachen kann. Geschäftlich, ihr versteht. Ihr wollt mit ihm sprechen? Vorsichtsweise, ja. Zieht eine Augenbraue hoch. Es geht nicht um die Lieferung. Ein persönliches Anliegen. Eine kleine Auftragsarbeit. Ich denke schon, dass er euch empfangen wird. Ich glaube nicht, dass er hat zwar eine ganze Menge zu tun, aber viele Besucher, die meisten haben keine Lust auf persönlichen Kontakt mit seiner Professur. Nun, ich mag sie. Sie sind die, die den Wert des Goldes noch am ehesten nachvollziehen können. Apropos Gold, eure Bezahlung, ich kann sie euch in eure Suite bringen lassen, wenn ihr mögt, oder direkt verladen lassen auf den Wagen. 10 weiße Drachenschuppen, 5 Kilo, 5 Stein Knochenblei und einen zerstoßenen Spiegel Narrenglas. Ich schaue kurz auf unsere Papiere, ob das so stimmt. Du hast keine Ahnung. Da nicke ich selbstbewusst. Selbstverständlich, ich werde wohl die Ware selbst noch einmal in Augenschein nehmen wollen. Ihr versteht. Das habe ich mir fast gedacht. Wo kommt ihr her, aus Mendena? Meint ihr jetzt oder wo ich wohne? Wo habt ihr euren Pakt geschlossen? Das ist doch das, was dieser Tage zählt. Und natürlich wurde ich wiedergeboren im großen goldenen Haus. Welche Ehre. Das kann man wohl meinen. Wie seid ihr dann in Gloranas Dienste getreten? Oh, seht ihr, ich muss sagen, das Gold ist gut. Aber seht ihr, ich hatte Kontakt mit der hinreisenden Belshirasha. Und sie hat mir den einen oder anderen weiteren Kontakt nach Norden vermittelt. Mit dem Bergsruhl, wie er überlegt? Belshirasha, die habe ich das letzte Mal vor einem Jahr gesehen. Man hört, sie sei verschwunden. Nun, sie ist nicht die Einzige in... Habt ihr damit etwas zu tun? Bitte. In den letzten Jahren gehen uns leider immer wieder die Händler aus. Macht es zum einen natürlich für mich selbst lukrativ, aber zum anderen so langsam wird das Personal knapp. Auch die Fjarninger, die Geleitschutz liefern wollen. Ihr habt es sicherlich selbst mitbekommen. Wir müssen die immer wilderen und unzivilisierteren nehmen. Manche von ihnen können kaum noch vernünftig sprechen. Du würfelst mir jetzt mal eine saftige Lügenprobe. Ja, sicher, gerne, bitte. Ist ein Gesellschaftstalent. Er würfelt Menschenkenntnis dagegen. Oh nein! Ah, Gott sei Dank. Seine Probe ist genauso schlecht. 7 Punkte. Ich muss gerade gucken, auf was geht Menschenkenntnis. Er wird's nicht geschafft haben. Ja, also wie gesagt, die Frage war ja direkt damit verknüpft, ob du was mit dem Verschwinden von Belshirasha zu tun hast, aber... Technisch gesehen habe ich nichts mit ihrem Verschwinden zu tun, nur mit ihrem Ableben. Verschwunden war sie also, zu Zeitpunkt schon. Es ist also, er hat halt direkt in diese Kerbe getroffen, auch wenn er es
ganz anders meinte. Vor allem, weil er meinte, du bist halt als das Fahrradbaktierer mit dem Verrat, ne, und so weiter. Aber ja, ich hätte sagen sollen, Konkurrenz belebt das Geschäft. Gut, er nickt dir zu, schiebt dir noch ein Stück Blauschimmelkäse rüber und ist wohl zufrieden. Dann schaut er mit neugierigem Blick zu den anderen. Wann wollt ihr demnächst wieder abreisen? Das hängt von unserem Erfolg hier ab. Wollt ihr denn noch etwas mehr mitnehmen, außer den Alchemiker bzw. den Ingredienzien? Was habt ihr denn anzubieten? Fragen wir so rum. Was wir anzubieten haben? Unmetalle allerlei. Ihr könnt euch sicherlich auf dem Marktplatz umsehen. Gerade die Mendeneraner verkaufen eigentlich alles. Alles, was man für Geld auftreiben kann. Ihr wisst doch, Information ist das beste Bezahlmittel. Nun. Wissen. Lucardus von Kemet als Baron von Ebelried grassiert in Nalzoll. Von dort aus gibt es wenig zu tun. Ich glaube, er hat sich vor kurzem mit einem Jolgegum Macker zusammengetan. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie er hieß. Irgendein Werwolf-Baron oder Werwolf-Graf. Ich glaube, sie wollten dann demnächst sich den Leuten von dem ehemaligen Hofmagier von Galotta zusammentun. Sirion Grimm macht weiterhin Fortschritte mit dem Streitwagen. Und Saya Deziforica, die Baronin von Nattergras, hat wohl als Despotin von Korhop. Sie ist eine liebe Dame, die sich durch äußerste Dekadenz auszeichnet. Aber sie ist wohl selber schnell gelangweilt. Naja. Sie ist wohl auch in die ein oder andere Intrige verwickelt. Vor allem Miraculous der Schwarze, den sie demnächst absägen möchte. Aber für die Würmer sind alle gleich.